Der zweite Teil von heute, Dub Apes, sind heute bei uns. Danke fürs Vorbeikommen. Ihr seid extra aus Wien angereist. Ja. Habt euch ein Auto geteilt? Ja, also mit die Belt Outlight, genau. Ja. War das eine betrunkene Fahrt oder wie kann man sich Fahrt mit DJs vorstellen? Ist das ganz normal? Na, das war ausgesprochen nüchtern eigentlich. Ja. Einer von den zwei hat gebannt. Er ist gefahren und wir sind hinten gesessen, also ganz normale Autofahrt war das. Ja, nicht so, wie man sich vorstellt, wie DJs normalerweise reisen. Nein, gar nicht. Ganz gewöhnlich, ja. Du legst auf? Ich leg alleine, auf, ja? Ja, ich habe hab angefangen alleine zum Auflegen unter dem Namen Raucus und da habe ich Drum & Bass aufgelegt und dann auch in weiterer Folge Dubstep und habe jetzt aber schon sehr, sehr lange nicht mehr alleine aufgelegt, also wir legen jetzt eigentlich schon nur noch zu zweit auf. Mhm. Du hast einmal alleine aufgelegt? Ich niemals, ne? Niemals. Ich habe meine Turntables vor ca. 1,5-2 Jahren gekauft und dann halt irgendwie angefangen zum Auflegen daheim und irgendwann haben wir dann irgendwie mal gesagt, machen wir es mal zusammen, weil jetzt kann ich es dann doch schon halbwegs und dann haben wir angefangen zusammen aufzulegen. Nein, also bei mir hat es keine Reifeprüfung für irgendwas. Nein, aber für mich persönlich halt, ich wollte halt mich nicht hinstellen und da irgendwas machen, ich wollte halt schauen, dass ich das halbwegs kann, bevor ich da das erste Mal auflege. Und was war dann der erste Gig? Das war im Bankratz in Klagenfurt, oder? Ja, vor Ewigkeiten. Aber es war nur, also da war kein offizieller Gig, sagen wir mal so. Also der erste war dann in Graz im Niesenberger. Genau, im ja. November war das jetzt, letzten Jahres. Ich noch nicht so lange her, ja. Tourt jetzt herum? Ja, touren kann man nicht sagen, aber wir sind jetzt, also wir spielen jetzt eben heute hier, nächste Woche dann in Wien wieder in der Flugwanne bei der No Grace Fun Label Showcase. Ah, und okay. Dann geht's nach Berlin. Nein, erst Bratislava. Ah ja, Bratislava. Am 2. Juni und dann in Berlin am 26. Juni. Nee, weil man kann schon Tour nennen. Ja, ja, mehr oder weniger. Es geht voran. Und hoffentlich dann halt auch nach London, weil wir haben jetzt dann unseren ersten Release in England, also auf Bacon Dubs heißt das Label. Hören wir denn heute? Ja. Ja, also der wird gespült, ja. und wir hoffen halt, dass dann eine Label Night zustande kommt, weil dann halt die englische Dubstep-Szene doch ein bisschen... Das ist, was wir eigentlich uns unter Szene vorstellen und wir hoffen halt, dass wir nach England auch kommen. Das bringt mich zur nächsten Frage, was legt ihr auf? Dubstep. Ausschließlich Dubstep eigentlich, ja. Also wir sind rechte Dubstep-Freaks. Dann wünsche ich euch viel Spaß, danke fürs Vorbeikommen. Gut. Gerne. Danke fürs Gute Unterhaltung. Gut.